kommen wir jetzt zur Produktionsphase des Imperiums. Da habe ich dann hier oben in dem System einmal eine Sturmtruppe, der kommt auf die 1. Das ist hier das Feld. Das ist jetzt nichts weit drüben, das man vielleicht noch halbwegs sieht. Aber ihr kennt die Felder ja auch vom Rebellenstück von da drüben. Dann gehen wir weiter in das System. Da bekomme ich, sieht man hier, ein ETST. Kommt auch auf die 1. Dann in dem System ist nur unterworfen, deswegen kann ich nur das erste bekommen. Das ist wieder eine Sturmtruppe. Oder ein Sturmtrupper. So, weiter geht's. Gehen wir in das System, den Heimat sozusagen. Da bekomme ich auch wieder einen Soldaten. FD1 wird halt hier eben angegeben. Dann gehen wir weiter. Das System ist mir auch freundlich inzwischen. Dementsprechend kriege ich da einen TIE Fighter. Und einen Sternzerstörer. Die kommen in der Leiste auf die 3. So, den haben wir. Dann haben wir Lust. Da bekomme ich auch beide Dinge, die produziert werden. Das ist einmal wieder ein Sturmtrupper. Und der kommt auf die 2. Steht hier. Und ich bekomme ein AT-AT. Auch auf die 2. So, dieses System habe ich. Oh hier, nee, das bist du, Nabu. Da ist noch meins. Das ist auch mir freundlich. Das heißt, ich bekomme einen TIE Fighter auf die 2. Und einen Angriffsträger auch auf die 2. So, damit habe ich meine Produktion abgeschlossen. Und wir kommen in die nächste Phase. Also, wir haben die Rekrutierungsphase gemacht, die Bauphase gemacht und jetzt geht es um Einheitsstationieren. Jetzt geht es um Folgendes. Und zwar, die Rebellenspieler fängt an, wobei wir es auch zeitgleich machen können. Und alles wird eine Leiste weitergerückt. Alles, was auf 1 ist, rutscht raus und kann jetzt verwendet werden. Alles, was auf 2 ist, rutscht auf die 1 runter. Alles, was auf der 3 ist, rutscht dann dementsprechend auf die 2 runter. Alles, was aus der 1 raus ist, kann man jetzt verteilen. Das machen wir dann auch in der Regel mal abwechselnd. Und man darf immer 2 Einheiten in einem System platzieren. Dann setzen wir doch mal einen guten Bomber hier rein. Ich setze mal ein ATST und einen Sturmtrupper da rein. 2 hier rein. Achso, und dann setze ich die beiden hier rein. Gut. Einen setze ich noch hier rein und ein Transporter kommt. Aber falls er mich doch sieht, kann ich schnell meinen Transporter vorladen und obwohl. Nö, ich kann mich ja wunderbar einigeln. Aber sicher ist sicher. Falls alle Stricke reißen. Damit sind wir dann wieder. Ach, ich habe noch 2, Entschuldigung, ich habe die 2 übersehen. Dann setzt ihr noch. Dann. Da kommt immer noch einen hier rein und einen da rein. Sind sie nicht ganz so verteidigungslos. Okay, dann sind wir wieder in der Zuweisungsphase. Das heißt, wieder die Missionskarten nehmen und sich überlegen, was man mit seinen Anführern macht. Und ja, dann. Gut, dann sind wir jetzt mit der Zuweisung fertig und der Rebellenspieler darf wieder anfangen, ob er sich bewegen möchte oder nicht. Ja, ich muss mich hier ausbreiten, ob ich will oder nicht. Na gut, musst du theoretisch nicht. Ja, um die Position zu gehen. Doch, muss ich. Du kannst ja auf deinen Flecken bleiben. Mhm. Gut, reise ich mit einem Teil meiner Flotte in dieses Gebiet. So.
Okay, du bist in das System da gereist, jetzt genau. Bin ich dran, ich wohin möchte und ich... Ach, ich krieg ja noch einen Treuebonus. Genau. Ich ziehe mit meinem General, mit dem Sternzerstörer, der 6 Einheiten mitnehmen darf. Dann nehme ich mal ihn hier mit und ihn hier und ihn hier. Und ihn hier, 1, 2, 4. Und war eigentlich eine ganz gute Idee. Ich ziehe den Transporter auch noch hier rüber rein. Dann können die beiden immer mitgehen. Und den nehme ich dann auch noch mit. Weil der Transporter kann Landungsträger da 4 Leute mitnehmen. Das passt alles. Ich ziehe die da alle komplett raus. Das ist mein System, deswegen kann ja nichts passieren, logischerweise. Das heißt, denn du bist loyal dir gegenüber, von daher. Genau. Und da mache ich mal eine Besatzung draus. So. Dann wäre ich dran, ne? Mhm. Wichtig ist noch zu sagen, ich könnte jetzt nicht, ne, ich bin jetzt in das System mit dem Admiral, ich könnte jetzt nicht in ein anderes System gehen und die hier wieder weiterziehen. Die müssen jetzt erstmal in der Runde dann drin sein. Sonst wäre das ja schon echt mies. Ja, das ist relativ schnell, das geht ja. So, dann ist meiner leer dran. Das ist die gleiche Karte. Ich versuche in dieser Mission ein beliebiges, bevölkerungsreiches System. Würfel 2 zusätzliche Würfel, falls sich im System Rebelleneinheiten befinden. Falls in dieser Mission erfolgreich ist, erhält so eine Loyalität in diesem System. Da kommt die Frage, was ist System und was ist Region? Ja, da kannst du... aber... Also muss dann schon dann, genau. Ich auf jeden Fall dahin, leg die Karte mal dazu. Genau, jetzt könnte ich dagegen eingreifen, ne? Könntest du, ja. Und das mache ich auch und dazu nehme ich mal den Vater. Den Vater. Du müsstest eine Spoilerwarnung ausgeben, ne? Genau, das ist jeweils 2, ne? Genau, und ich kriege auch 2. Genau, dann legen wir den mal vorsichtig. Moment, ich wieder das da benutzen? Dazu. Oder schon weit weg? Ja, dann geht schon dran. So. Vielleicht möchtest du rot oder schwarz? Nächstes Mal nehme ich rot. Okay. Obwohl, schwarz hat mir Glück gebracht letztes Mal. Ein Treffer und abgewehrt. Ja. Damit ist die Mission gescheitert. Und Vader ist aus dem Spiel. Erstmal. Ja, in der Runde. So, jetzt darf ich was machen. Was mache ich denn mal? Diesmal spielen wir noch ein bisschen risikoreicher. Habe ich das Gefühl. So, das mache ich hier. Ich lese mal kurz vor. Handle diese Mission in einem beliebigen System mit imperialer Loyalität ab. Wähle einen der folgenden Effekte. Ziehe 2 Projektkarten, wähle eine, die du behalten willst und lege die andere unter den Stapel. Entferne einen Sabotagemarker aus diesem System und ziehe eine Projektkarte. Sabotage haben wir bis jetzt noch nicht. Ich lege die mal hier dazu. Das heißt, ich kann jetzt hier von diesem Stapel 2 Projektkarten nehmen, die wirklich eigentlich in der Regel sehr gute Sachen haben und mir einen davon aussuchen. Ich lasse mal kurz hier rein. Dass ihr dann mal sehen könnt, was das zum Beispiel alles so ist. Die Illustrationen sind übrigens erste Klasse. Also das muss man sagen, das Spiel ist von den Miniaturen und von den Aufdrucken von den Sachen absolut top. Muss man auf sagen. Jeden Fall. Ganz stark wieder. Dann kommen die zu meinen Handkarten. Das war, und die eine muss hier zurücklegen. Ne? Andere unter den Stapel. Gut, die kommt dann hier unter den Stapel. Bei mir mit einer Mission halt. Ne? Gut, das war er. Und da bin ich. Ich nehme ihn hier. Das ist eine sehr schöne Mission. Ihr könnt es muss. Versuche diese Mission an beliebigen unterworfenen Systemen. Falls diese Mission erfolgreich ist, erhältst du 3 Rebellentruppen in diesem System. Dann wird das Gefecht abgehandelt. Ja gut, aber da bin ich immer so frei. Das ist nicht unterworfen. Nur in dem Unterworfenen. Na gut, geh ich halt hier hin. Was ist denn jetzt? So. Was durfst du, wie viele Einheiten durfst du reinziehen? 3 Stück, wenn du nur nicht gegenwürfelst. Bodentruppen waren das dann? Genau. Mhm. Aus dem Boden gestampft. Es sei denn, du willst mir deinen
Typ intervenieren. Wenn ich das wollte. Oder ich lasse auf den Kampf ankommen. Ich darf mit einem roten, was sind deine? Das sind die im Schwarz, ne? Genau. Das heißt, ich muss den Schwarzen treffen. Ich könnte mit 2 gegen 2, 2 gegen 3 müsste ich würfeln. Also ich hätte noch einen roten. Wenn ich Glück habe, könnte ich den roten sogar umwandeln dann. Zumal wir auch noch Taktikkarten hier ziehen können, weil ich muss ja einen Admiral dazu ziehen. Ne? Welchen hast du da drin? Achso, ich müsste ja sowieso dann einen dazu ziehen. Nee, wir blockieren oder zuziehen, ne? Ja, genau. Ja gut, wenn ich es nicht schaffe und der Kampf kommt, ist er natürlich auch drin und er gilt dann als Kämpfer. Boah, bin ich ja gezwungen. Ja, dann Zugzwang. So. Ja, dann setze ich ihn mal rein. Dann versuche ich natürlich erstmal zu intervenieren. Das waren die Fäuste oder was war das? Genau. Ja gut, kann ich nicht. Der hat nämlich keine Faust. Nee, nicht Fäuste. Blödsinn. Das sind Diplomatie, das heißt 3. Ach, halt, ich habe einen Fehler gemacht. Okay. Merkst du, ich brauchte, muss den nehmen, weil ich brauche. Ja, aber der stimmt doch jetzt da drin. Der ist auch ja, guck mal hier, 1, ich brauche aber 2 für. Ja. Ja. Dann kannst du die Karte nie ausspielen. Ja. Siehst du, man muss echt gut aufpassen. So wie mir eben das passiert ist, da habe ich auch nicht aufgepasst. Na, richtig. Muss man da sieht man nicht, man konzentriert euch, Leute, wirklich, man muss genau drauf gucken. Passiert halt, ja. Ist das eine Handkarte oder was? Eine Farbe? So, okay. Ja. Fisch. Ja, ist halt aber so. Aber es war mir gerade eben auch so, ich hätte ja gerne den gefangen genommen. Hat mich auch schon voll drauf gefreut, aber gut, Fehler passieren. Deswegen hochkonzentriert dabei sein, muss man ganz ehrlich sagen. Man muss schon auf viele Dinge achten. Ärgert mich jetzt ein bisschen, muss ich ganz ehrlich sein. Ja, ich mich gerade eben auch geärgert, guck mal. So, Suchtruinenprogramm. Handelt die Situation ein beliebiges System ab, das einen Sternzerstörer oder Supersternzerstörer enthält. Dann mache ich das ja. Die haben ja da habe ich einen Sternzerstörer, nämlich den da. Hm. Ziehe 2 Karten vom Suchtruinenstapel, falls Admiral Urzel diese Mission abhandelt. Und das ist er. Ne, das zeigt man hier oben dann auch. Da ist er dann nochmal abgebildet. Ups. Ich kann nicht intervenieren. Und abgehandelt ziehst du 2 weitere Karten. Das heißt, ich ziehe 2 Suchtruinenstapel und kann dann nochmal 2 zusätzlich. Das heißt, ich kann jetzt 4 Suchtruinenkarten ziehen. Diesmal habe ich mehr Pech. Gestern hatte ich mehr Glück. Ja, ist nichts passiert. Doch. Für mich schon einiges daneben. Und jetzt kann ich halt wieder gucken, in welchem System er dementsprechend nicht sein kann. Okay, das war eine Karte, die dann wegkommt. Die ist dann ausgespielt. Und dann wäre mein letzter Part dran, ne? Mhm. Sabotage. Mhm. Ich könnte mir jetzt eine Produktion, ich lese mal auch mal vor, versuche diese Mission in einem beliebigen, bevölkerungsreichen System. So fangen die meisten Karten bei mir an, eigentlich alle. Falls diese Mission erfolgreich ist, legst du 1 Sabotagemarker in das System. Der Marker verhindert, dass irgendein Spieler mit den Ressourcen dieses Systems Einheiten baut oder Einheiten dieses Systems stationiert. Würde ich dann auch machen. Dann werde ich mal hier hingehen. Ja. Du kannst aber nicht intervenieren. Doch, genau. Nein. Ach, die Fäuste? Dann. Ja, ja. Ah, okay. Kannst du eben nicht. Kann ich nicht. Richtig. Deswegen. Und dann kannst du den da drauflegen. Gut, dann haben wir die Kommandophase wieder geschafft. Ne? Ja. Das heißt, wir sind wieder in der Auffrischphase. Das heißt, wir ordern unsere Anführer wieder zurück in unser Führungszentrum. Und da keiner gefangen genommen wurde. Du musst deine Lea noch zurückpacken. Genau, die habe ich gerade gesucht. So. Die Karte kommt zurück, die Karte kommt zurück. Dann ziehen wir wieder 2 Missionskarten. Das heißt, mal gucken, wie viel habe ich jetzt? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, das passt. Wir haben jetzt die Missionskarten wieder aufgezogen. Mehr als 10, wie gesagt, darf ich haben. Das passt aber noch alles, dass wir dann zum nächsten gehen können. Ich darf wieder 2 Suchtruinenkarten ziehen. Du darfst wieder eine Zielkarte ziehen. Eine Zielekarte. Ich ziele und Karte. Zeitmarker weiterrücken. Das heißt, hier ist noch 1 Symbol da. Wir können nicht produzieren. Das heißt, wir können nur rekrutieren. Das heißt, wir ziehen wieder 2 von diesen Aktionskarten und müssen uns dann für einen General entscheiden. Nehme ich ihn. Ist das Team zusammen. So,
So habe ich Han Solo und Chewie. So, dann sind wir wieder in der Zuweisungsphase. Ja, ich bin soweit. Gut, dann fang an. Dann nehme ich hier meinen netten Han Solo. Ach komm, ärgere dich jetzt mal ein bisschen. Und bleib mal hier schön stehen. Ich würde sagen, zur Schlacht kommt es da jetzt definitiv nicht, nee, weil es ja nur Flug ist, also Weltraumschlacht wäre und nicht Bodentruppen. Er hat keine Bodentruppen dabei, dementsprechend gibt es da jetzt keinen Kampf. Nö, aber es ist auf jeden Fall schon mal. Genau. So, dann nehme ich meinen zweiten Fliegerass, der nicht so prickelnd drauf ist, aber ist ja egal. Und ziehe ich mit seinen zwei Fliegerchen hier rein. Und somit gehört das System mir. Gut. Mehr hat. Achso, da haben wir gleich Abwechslung gemacht. Ach, das stimmt. Ist ja egal, ist das stimmt. Dann mache ich jetzt zwei hintereinander und dann genau, ist richtig. Genau, richtig. Siehst du, das gehört. Wer die Wahl hat, die Qual. Mhm. Ich ziehe. Hier rein, und zwar mit dem Transporter. Und mit dem Transporter kann ich 4 Truppen mitnehmen. Das heißt, ich nehme die 4 hier mit. Und was für ein Glück du hast, dass dort nicht meine Basis ist. Ja, gut. Fakt ist, es kommt jetzt zum ersten Bodenkampf. Genau, das wird dann auch mal spannend. So. Das müssen wir auch sofort austragen. Das heißt, jetzt kann man gucken, wie viele Würfel man bekommt. Ich habe einen General reingezogen, jetzt darfst du auch einen General reinziehen, wenn du dementsprechend mitkämpfen willst, logischerweise. Jetzt ist unten immer das Orange, zeigt an, wie viele Taktikkarten man ziehen darf. Also du dürftest eine ziehen und ich dürfte eine ziehen. Das ist dann für Boden. Sind das diese hier. Das hat mir am Anfang auch schon mal gezeigt gehabt. Und in jeder Runde von dem Kampf darf man eine davon dann ausspielen. So, als nächstes, da ich der Angreifer bin, gucke ich als erstes, wie viele Würfel ich nehmen darf und welche Würfel. Ich habe den ATST, das heißt, ich habe einen schwarzen und einen roten Würfel. Muss ich mit dem General mitziehen oder kann ich mit dem General mitziehen? Ich muss dann, ne? Ja, warte, ne? Weiß ich gerade nicht. Und die du willst deine Bodentruppe nicht anlassen. Und dann habe ich 3 Sturmtruppen dabei. Das heißt, ich darf noch 3 schwarze nehmen. Das heißt, 1, 2. Hast du noch einen schwarzen mit dir? Bestimmt nicht, nein. Dann habe ich die da. So, jetzt kannst du gucken, was dein. Ein schwarzen. Ein schwarzen Würfel. Sollen wir das dann mal hier machen? Ja, wird langsam mal knapper, ne? Ja, genau. Ich bin Angreifer, ich würfel dann zuerst. Genau. Alle gleichzeitig würfelt man. Und dann zur Erklärung. Dieser Würfel zeigt an, dass man, dieses Zeichen zeigt an, dass man eine Taktikkarte ziehen könnte, wenn man will. Das hier ist ein Treffer, beziehungsweise mit dem Planeten drauf, diese Explosion zeigt an, dass es ein Treffer ist. Ich kann aber dann zum Beispiel die Farbe wechseln, wenn ich nur mit dem Roten angreifen könnte. Und die alle sind gar nichts. Also es war kein Dollarwurf. Ich könnte jetzt einen Schaden zufügen und eine Taktikkarte für den Bodenkampf noch ziehen. Und könnte dann gleich auch noch eine Karte ausspielen, wenn dann jetzt der Wurf vom Rebellenspieler stattgefunden hat. Das ist dann auch ein Schaden abgewehrt, aber ich spiele noch die Karte, füge einen Schaden zu und dementsprechend ist der dann fort. Der kommt aus dem Spiel, die Würfel gehen alle wieder zurück. Das System gehört dann mir. Das ist dann unterworfen. Und das kann ich direkt. Und die Taktikkarte, die ich gespielt habe,
ist dann erstmal aus dem Spiel raus. Ich ziehe. Du ziehst in den Kampf. Ich ziehe. Das Kirches. Ja, ich ziehe mit ihm hier in das System. Ich nehme Sternzerstörer mit. Nehme die TIE Fighter, lasse ich da und nehme dann die Bodentruppen mit. Das heißt, wir haben den nächsten Kampf. Das heißt, ich ziehe meine Würfel wieder zusammen. Das wäre wieder mal der AT-ST mit einem schwarzen, einem roten. Da ich keinen General habe, die schwarzen. Die Schwarzen sind zwei diesmal dran, ne? Ja. Das heißt, du kannst aber für deine Einheiten, was kriegst du? Zwei Schwarze? Ich krieg einen Schwarzen, zwei Schwarze und einen Roten. Zwei Schwarze und einen Roten. Mach das ganz einfach. Ja, genau. So, dann legen wir das hier wieder hin. Ich krieg nichts anderes als Aggressor. Genau. Ja, riesig. Ein Treffer, den ich dann mal in deinem zuweise. Das heißt, du hast abgewehrt. Nee, Quatsch, blöds, abwehren gibt es gar nicht, es geht ja nur Angriffen. Das heißt, du kannst jetzt die an deine zuweisen, meinen Dingern. Das ist nicht verteidigen, so. Das gibt es nicht. Also ein Treffer ist auf jeden Fall dazugekommen. Das heißt, ich kann nicht... Und du kannst jetzt, ich darf nur, warte, geh noch weg. Genau, die Planeten darfst du ja dann aussuchen, ob die schwarz oder rot sind. Und ich kann, zum Beispiel Sturmtruppen können nur mit schwarz getroffen werden und die der STST nur mit roten Würfeln. Aber ich habe ja noch eine Taktikkarte ziehen. Nein, Taktikkarte darfst du noch ziehen. Die mache ich als erstes oder unten zählt gleich. Gut, ja, ich wandle den einen schwarz in rot um und gehe natürlich den kompletten Schaden hier drauf auf den ATST. Gut, dann drehen wir das mal um. Achso, Quatsch. Da haben wir zwei rote, das heißt, der ATST hat zwei Schaden. Ich wehre einen Schaden ab mit der Karte, das heißt, einer geht weg, das heißt, er hat einen Schaden. Wollen wir die Schadensmarker, kannst du mal gucken? So, das heißt, ich lege mal einen Schadensmarker hier unter den ATST. Das heißt, er hat einen Schaden genommen. Und ich spiele eine Karte aus. Okay. Ziehe zwei Taktikkarten von einem beliebigen Stapel oder je eine Karte von jedem Stapel. Ja. Und was ich mache dann von jeder Karte... Die kommt dann weg, ne? Genau, die kommt dann raus. Und dann darfst du... Ja, die lege ich dann mal hier hin. Dann ziehe ich von jedem, weil der Raumkampf kam ja, kommt mir auch irgendwann. Deswegen lieber vorbereiten. Ja gut, aber mein Taktik-Dings ist ja schon vorbei. Gut, das heißt, in der Runde, diese Kampfrunde ist vorbei, das heißt, er ist raus, ne? Der ist raus und meiner ist verwundet. Meiner ist verwundet, das heißt, wir gehen direkt in die nächste Kampfphase. Genau. Die Kämpfe werden immer so lange ausgespielt, bis alles vorbei ist. So, ein Schwarzer, ein Schroter und genau, dann ich krieg zwei Schwarze. Ich krieg ja gar nicht. Ah, nee, Quatsch, ich krieg ja nur noch einen. Genau. So, dann nehme ich mal hier hin. So, dann, was muss ich da bei dem wieder treffen? Das waren rote, ne? Oder? Genau, rote. Glücklicherweise zwei rote brauchst du. So, das ist schon mal ein roter. Das heißt, einen Schaden hat er schon mal. Den wechsle ich um, genau. Und der Rest ist raus. Einen Schaden hat er. Was würfel ich? Würfel sind mir hold. Ein roter und ein schwarzer. Genau, das kannst du dich entscheiden. Ne? Klar, das gleich hier so. Und hier. Das heißt, rot, ich habe ja zwei Treffer. Also wenn jetzt noch ein Treffer da landest, dann wäre der weg. Also wenn du den roten da hinlegst. Ne? Genau. Heißt, ich lege das jetzt mal dann dahin, statt dem hier. Das sind dann zwei Treffer für den. Das heißt, der wäre raus, wenn ich es nicht mehr verteidigen kann. Und einen schwarzen für den hier, für einen. Und einen schwarzen, ne, für das. Ach, siehst du, ich kann nicht wegtun, ne? So. Das ist in der Auswertungsphase. Das heißt, du hast mit dem noch ein Leben, ne? Genau. Genau. Und der hier, warte mal, wie hat der überhaupt? Achso, den kannst du übrigens nur mit schwarz treffen, ne? Hast du schwarz? Hab ich ja. Genau, super. Passt. Einer ist raus, der ist weg. Hast du noch eine Taktikkarte, die das alles verhindern könnte? Nee. Aber ich habe ja noch eins. Moment, ich spiele noch eine Taktikkarte aus. Ich habe ja noch keine gespielt in der Kampfrunde. Ja. Ah, ne, genau, das war ja deswegen, ne, genau. Ja. Füge bis zu zwei verschiedenen Bodenheiten je einen Schaden zu. Das heißt, natürlich kriegt der nochmal einen Schaden und der andere, ja. Dann da habe ich, sind sie alle raus. Ja, ist alles erledigt. Ja, und der Planet ist erfolgreich verteidigt.
Die Frage, was mich stört, füllen die Lebenspunkte sich wieder auf? Nee. Oder die bleiben dann halt, ne? Genau. Geht raus. Wäre schön, wenn es so eine Reparaturkarten gäbe. Das waren meine beiden Bewegungen gewesen. Das heißt, genau, jetzt wärst du wieder dran. Genau, jetzt bin ich wieder dran. Natürlich versuche ich wieder ein System für mich zu gewinnen. Mit der lieben Lea. Komm, probier es mal hier mit. Produktionsstätte könnte ich gut gebrauchen. Gut, da interveniere ich natürlich. Mhm. Das du musst auch echt Acht geben. Das war wieder Diplomatie, ne? Genau, man muss auch wirklich Acht geben, welche Systeme bringen einen Vorteil. Welche kann ich am besten erobern wegen den ganzen, ich zeig's einfach mal, wegen den Produktionskarten. Da muss man auch als Rebellenspieler gerade sehr schnell überlegen, welche Systeme erobere ich am ehesten. Weil hier hätte ich jetzt zum Beispiel einen Bonus von einem Schildgenerator. Er lässt mir die Wahl. Ja. Rote oder blaue Pille, ne? Einmal. Ja, verteidigt. Genau. Das heißt, ich habe diesmal, dies habe ich kein Glück. Ne, die Mission ist wieder erledigt. Kommt wieder weg. Letztes Mal hatte ich mehr Glück gehabt in den Würfeln. So, jetzt kann ich eine Aktion ausführen. Genau. Das mache ich mit ihm hier. Und zwar, handle diese Mission ein beliebiges System mit Imperialität ab. Wähle einen der folgenden Effekte. Ziehe zwei Projektkarten, wähle eine, die du behalten wirst, eine legst runter, hatten wir eben schon mal. Oder entferne einen Sabotagemarker aus diesem System und ziehe eine Projektkarte. Das tue ich dann natürlich direkt. Der kommt weg. Ich lege die Karte mal hin und ziehe noch eine Projektkarte. Okay, das heißt, der kommt da hin. Dann bist du wieder. Mhm. Ich wähle die aus. Sabotage. Und geh doch mal dahin. Und zerleg da dort die Produktion. Achso, wieder Sabotage. Mhm, genau. Ich habe mir die Sabotagekarte gezogen. Mhm. Kann ich euch genau mal zeigen. Genau. Also ist sie noch rein. Oder hier, genau, halt mal da rein. Somit wäre ich dann mit meinen Handlungen, ich lege auch mal die Karte noch dazu, damit man auch wieder genau zuordnen kann. Noch ist genug Platz. Da aus. Oh. Versuche diese Mission in einem beliebigen bevölkerungsreichen System. Falls die Mission erfolgreich ist, erhältst du zweimal Loyalität in diesem System. Ich versuche zu intervenieren. Mhm. Das sind wieder diese Diplomatie. Genau. Das heißt 3 gegen 3. Genau. Das Imperium hat diesmal mehr Glück. Ich wollte rot wieder, oder? Ich nehme wieder rot. Hast du auch mal Glück. Du würfelst als erstes, ne? Ja, das sind schon mal zwei Treffer. Okay, nein, das sind sogar 4 Treffer. Schön, der 10. 4 Erfolge. Hm. Ja, das ist geschafft. Ja, dann darf ich mir zweimal Märkischen geben und das auch noch Befreundete. Dann lege ich mir einen hier hin und den, also wollte ich gar nicht drumdrehen, dann, warte, dann, nix, was hat keiner gesagt? Ne, stimmt, du kannst das ja, ja. Und ja, der Mord, haha. Was ist denn das? Das sind Teiljäger, Sturmtruppen und das sind dann 2 Sturmtruppen, dann nehme ich doch das hier. Achso, dann kann ich ja nochmal, ne? Du kannst ja, ich kann nicht mehr, richtig. Handle diese Mission in einem beliebigen imperialen System ab, setze unter Verwendung der Ressourcensymbole und zahle dieses Systems Einheiten auf deine Fertigungsreihe. Dann setzt du noch hier hin. Sonst noch nur 1. Was ist das? Ja, das ist das Gleiche. Ja, setzt den da hin und dann kann ich diese Ressourcen, das ist einmal ein Sturmtrupper und einmal ein Teiljäger schon auf die Fertigungsleiste setzen. Und zwar da, wo es da steht, also auf die 1. Gut. Ja. Dann
Aber das fertig. Das heißt, Kommandophase ist auch durch. Wir sind wieder in der Auffrischphase. Und dann kann ich mich an der Missionskarte direkt zu Beginn der Auffrischphase ablegen. Ja. Ich habe nämlich eine Region, die komplette Loyalität für mich errungen. Das habe ich mir gedacht. Aber da war ich zu spät dann. Nee, yeah. So, ich lege die hier hin. Das heißt, ich kann es auch mal zeigen in die Kamera, genau, wenn du magst. Das heißt, ich hüpfe hier hin. Gestern hatte ich mehr Glück gehabt mit meinen Würfeln. Genau. Aber man kann ja nicht immer Glück haben. Das Imperium, Quatsch, hat die Rebellen haben gestern gewonnen. Ja, wobei es auch sehr eng und knapp war, aber auch super spannend auch zum Schluss. Jetzt ist es auch noch Film, spannend. Es war wieder filmreif. Ne? So, das heißt, die Karten mal wieder alle. Das ist eine ausgespielte Karte, die kommt weg. Eine Handkarte, das ist eine Handkarte, die kommt zurück. Genau, das kommt. Das ist eine ausgespielte, die kommt weg. Das waren deine, ne? Genau. Genau, das heißt, ich muss die wieder draufziehen. Das heißt, ich muss mich gleich von Karten trennen. Karten habe ich jetzt keine mehr, ne? Das heißt, die kann ich meine Helden wieder zurückziehen. Und jetzt kommen, genau, die ganzen. Und da keiner gefangen genommen wurde. Gehen dann wieder zurück. Ja, ich habe auch Glück gehabt mit den zwei Karten hier. So, dann Missionen ziehen. Wieder zwei Karten ziehen und jetzt gucken, dass man nicht zu viele hat. Weil ich habe definitiv schon zu viele. Ich glücklicherweise noch nicht. 10 Stück darf man maximal haben. Das heißt, ich muss mich jetzt von welchen trennen, außer den Handkarten natürlich. Die bleiben immer vorhanden. Das heißt, ich sortiere so die Handkarten aus, da wird es leichter. So, 4, 5, 6, 7, 8. Ach, wie cool ist das denn? Ja, die Karte gefällt mir. Ich muss mich also von einer trennen. Doch, das ist einfach. Da habe ich nämlich eine doppelt. Ach, halt. Was das? Ich habe doch dein Bodenanhalten zerstört gehabt. Ja, aber das ist ein bisschen spät jetzt. Ja, aber wieso? Wieso zu spät? Abgehandelt ist abgehandelt. Was steht denn drauf am Plan? Gefecht, nach dem Gefecht direkt. Nach ja, war ja hier direkt. Das. Ja. Da bin ich jetzt mal der Imperator. Die dunkle Seite. Oh, wir müssen auch noch rekrutieren nachher, ne? Müssen wir auch noch. Müssen mich auch in Rekrutierungs. Ach, stimmt, ich bin ja schon am Gucken, ne? So ist das, ne? Und es hängt schon wieder voll da drin. Stimmt, wir sind ja noch in der Auffrischphase. Suchtruinen starten. Ich habe wieder zwei Suchtruinenkarten ziehen. So, das waren die Suchtruinen. Jetzt darfst du eine Zielkarte ziehen. Zielkarte. Ah ja, genau. Der Zeitmarker rückt eins weiter. Das heißt, wir haben wieder Produktion und Rekrutierungsphase. Wir sind ja in der Auffrischphase und da geht es ja jetzt gerade um, dass wir den Zeitmarker vorgelegt hatten, geht um Produktion und Rekrutierung. Wir können die Rekrutierung noch vorziehen, weil du hast glaube ich schon zwei Karten gezogen. Machen schon, können wir danach machen. Du hast ja schon einen ausgesucht oder was? Oder? Genau, ich habe mal. Gut, ich muss mal gucken, wen ich jetzt mir aussuche. Dann haben wir jetzt die Bauphase. Dann kannst du mal anfangen. Heißt ja wieder hier, kann ich schon mal einen kleinen X-Wing und einen kleinen Soldaten. Habisch, nochmal einen kleinen Soldaten. Schiffen wir gleich mal hier einen Soldat schon mal. Und dann nehme ich doch mal ein Y-Wing. Dann hüpfen wir hier hin. Und was habe ich denn überall stehen? Nehmen wir einen von den kleinen Geschichten. Das ist ein Runder, ne? Ah, stimmt, du hast recht, danke. Danke. Eine Korvette. Ich wollte mal sagen. Auf zwei. Danke. Okay. War schon ein weißer. Das ist nicht meins, das ist meins. Ein rundes Ding, das heißt ein kleiner Schneegleiter auf 1. Da. Ein Luftgleiter. Nicht mir. Ist noch mir.
Noch. Das ist wieder ein kleiner Soldat. Und dann kannst du dir aussuchen. Genau, richtig. Ich bin noch über, das war mein letzter Punkt, was ich nehme. Ich glaube, ich nehme einen kleinen Transporter. Okay, dann ist das Imperium dran. Ich rück die immer so raus, damit man weiß, welche man alles schon gemacht hat. Auch eine kleine schlechte Idee. Ja, ja, das, weil so viel ist, hatten wir ja gestern mal. Ja, da waren wir echt am Überlegen. Eine Sturmtruppe in die 1. Achso, die habe ich ja schon abgeschlossen. So, dann lieber Lenia. Das ist im Kreis ein ATST. Der kommt auch in die 1. Dann nehmen wir den hier. Das ist wieder eine Sturmtruppe. Und ein TIE Fighter. Also da. Beides in die 1. So, dann gehe ich hier rüber. Das sind zwei Sturmtruppen. Beides in die 1. dann hier rüber. Oh, sorry, ein Sturmtruppe zurück. Weil ist ja nur. Ich darf ja nur einen, weil das ist jetzt noch Dings, ne? Da darf ich auch eins. Dann das passiert leider echt schnell. Man muss wirklich höllisch aufpassen. Ja, deswegen muss auch der Mitspieler auch schon mal mit aufpassen, weil das ist gar nicht Bosartigkeit, sondern man sieht es da manchmal nicht. So. Wieder da rein. Das war ja von da. Habe ich das jetzt so gemacht? Ne, da habe ich es gemacht. So, den ziehe ich jetzt raus. Da fängt es ja schon wieder an. Ne? So, ist auch eine Sturmtruppe. Dann das zu Hause. Ist auch eine Sturmtruppe. In die 1. Boah, muss man konzentriert bei sein. Ne? Dann nehmen wir den hier. Das ist einmal TIE Fighter. TIE Fighter, was haben wir noch? Und ein Sternzerstörer und beides auf die 3. So, die habe ich alle. Gehen wir hier weiter. Sturmtruppe auf die 2. Und AT-AT auf die 2. Der darf nicht mehr. Ich glaube, da habe ich sie, ne? Dann hast du eine, ja. Okay, rück mal die wieder rauf. Dann haben wir die Bauphase auch hinter uns. Einheiten stationieren ist jetzt dran. Das heißt, also erstmal alle wieder rausrutschen. Genau, die Einser kommen alle raus. Und dürfen gleich verteilt werden. Die Zweier können auf den ersten, die Dreier auf den Zweier. Dann packe ich einmal schon mal hier rein. Sicher ist sicher. Dum, dum, dum. Bist du dann? Achso, du hast ja jetzt, ne? Genau. Ja, genau. Dann nehme ich die beiden und setze die hier rein. Ist das clever? Ist das nicht so clever? Nee. Beiden hier hin. Die beiden da rein. Oder? Ja. Das ist ja jetzt die Frage, ne? Kommt es da hier automatisch schon Gefecht? Das habe ich mich auch schon gerade gefragt. Eigentlich ja, ne? Oder darf man da gar nicht reinsetzen, wenn andere da drin sind? Das weiß ich. Das ist ja noch mein System so eigentlich. Eigentlich ja, dann wird automatisch der Luftkampf danach beginnen. Nach der Aufstellung. Ja, dann tue ich da noch. Tue ich noch einen da rein. Ach, da tue ich den hier noch rein. So, dann tue ich meine zwei hier hin. Die zwei packe ich hier hin. Die kann ich hier reinpacken. Dann packe ich die beiden hier rein. Weil da hatte ich auf jeden Fall, glaube ich, den Begleiter reingetan. Ne? Ich
Hier unten habe ich zwei reingetan, da habe ich auch noch nichts reingetan, meine ich. Nur einen rein, zwei habe ich jetzt da auch. Und dann kommt der Truppentransport halt hier hin. Ich weiß nicht, der war. Ah, ich hätte es schon. Ich bin mir nicht sicher. Nee, da noch nicht. Ach, guck hier. Ach. Kannst du mal sehen. So, dann haben wir alle verteilt. Dann sind wir jetzt wieder in der Phase des Zuweisens. Ne? Mhm. Ja. Dann wollen wir mal gucken, was haben wir denn hier alles so Schönes. Sind wir in der Ziehphase. Dann nehmen wir ihn hier und ziehen meine zwei Schiffe einfach in das System rein. Mhm. Gut, dann nehme ich mal... ihn hier. Mhm. Das war mir so klar. Ich wusste, einer von den beiden wirst du nehmen wollen. Und den Flieger hier rein. Der darf ja 8 Einheiten mitnehmen. Das heißt, ich nehme dann nochmal... nehme ich die auch noch mit? Ja, komm. Die nehme ich auch noch mit. Die sind am Boden. Das heißt, folglich, dass es jetzt zu einem großen Luftschlacht kommt. Naja, groß. So, den setzt du dazu ein. Ja, das klar, heißt, der einzige gute Pilot, den ich habe. Oh, genau. Warte mal. Da, da, da. Ich nehme ihn. Das heißt, du darfst 2 Taktikkarten Flug wählen, ich darf 3. Ich genau. Wir haben das Schlachtfeld jetzt für die große Weltraumschlacht aufgebaut. Jetzt mal kurz gucken wegen den Einheiten. Also ich habe den Todesstern. Der hat schon mal 4 rote Würfel. Ich habe 4 TIE Fighter. Jeder TIE Fighter hat einen schwarzen Würfel, das heißt, ich habe 4 schwarze Würfel. Und ich habe noch den Angriffsjäger, der darf einen schwarzen und einen roten. Ja, passt ja perfekt, das heißt, ich kann alle Würfel nehmen, die jetzt hier sind. Und würfel die für diese Schlacht. Sehe ich bei den Würfeln schon drinnen. So. Ein Treffer, 2 Treffer, 3 Treffer, 4 Treffer, Taktikkarte, 5 Treffer, 2 nicht und nochmal, wo ich aussuchen kann. So, jetzt müssen wir mal gucken. Der ist dann ein Treffer, da wäre er weg, ne? Schwarz. Ach, schwarz sind die? Genau, die. Der kleinen Jäger sind schwarz und die Korvette ist rot. Schwarz, den kann ich mir aussuchen, nehme ich dann schwarz als Treffer. Die Korvette hat wie viel Rot? 2. Dann lege ich schon mal 2 da so hin. Einen habe ich noch übrig, den kann ich mit Feuer noch verwenden. Dann soll ich den dritten noch reinballern. Und dann kann ich mir die Taktikkarte ziehen. Und pro Runde im Kampf kann man ja theoretisch noch eine Taktikkarte dann spielen. Das werde ich auch machen müssen. Und ich lege einmal aus, um 2 Schaden abzuwehren, dass meine Korvette. Okay. Jetzt ist nur ein Schaden. Da die Übermacht zu groß ist, die Todesstern kann ich eh nicht angreifen, es sei denn, ich habe eine spezielle Karte, eine Missionskarte, die habe ich nicht. Somit ist die Übermacht einfach zu stark für mich. Die 3 sind leider explodiert. Die Schilde konnten die Korvetten wenigstens 2 Schaden abhalten und ich mache die typische Taktik eines Rebells. Du ziehst dich zurück. Ich haue in Warpgeschwindigkeit. Das heißt, du musst dich auf ein anderes System, was befreundet ist, zurückziehen. Du darfst nicht in das System gehen, wo ich hergekommen bin. Genau. Du darfst natürlich auch kein System, wo ich drin bin. Genau, richtig. Gut, dann ziehen wir uns jetzt wieder auf die große Karte zurück. Genau, hat aber Spaß gemacht. Ja.